Willkommen zu Kita Today, unserem fast wöchentlichen Kita-Format. Mit mir ist meine sehr geschätzte Kollegin, Frau Rechtsanwältin Lede Trenner. Hallo. Hallo, ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und wir müssen uns heute mal mit den Wahlprogrammen der jeweiligen Parteien zur Bundestagswahl beschäftigen, beziehungsweise explizit mit dem von der CDU, explizit bezogen auf den Kita-Alltag, weil das interessiert uns natürlich, und werden dann so in loser Reihenfolge nach und nach uns die anderen Wahlprogramme mal ein bisschen eingehender vorknöpfen. Aber jetzt müssen wir über das reden, was auf 139 Seiten, nee, so lang ist das gesamte Wahlprogramm, Seite 79, so ein paar Zeilen betrifft die frühkindliche Bildung. Da gibt es nochmal zwei, drei an anderer Stelle, ich weiß, aber so, naja, sehr schmal wird einiges dazu, zumindest vom Umfang her, dazu gesagt, wie sich die CDU, wenn sie denn wiedergewählt werden würde, CDU, CSU, wie die sich dann sozusagen ihr Regierungshandeln ab beginnend Herbst vorstellen. Und naja, Frau Kollegin, Feuer frei, ich bin gespannt. Ich fange einfach mal direkt vorne an. Erstmal stellen Sie fest, dass es ein Versprechen, ein Zukunftsversprechen, Aufstieg durch Bildung gibt, was aber weiter Bestand haben muss, und dafür müsse Folgendes getan werden. Damit jedes Kind seine individuellen Lebenschancen nutzen kann und das Zukunftsversprechen Aufstieg durch Bildung Bestand hat, müssen alle ihren Beitrag leisten. Fürsorgliche und unterstützende Eltern, engagierte Erzieherinnen und Lehrkräfte, ermutigende und inspirierende Ausbilder und Professoren. Was fällt uns auf? Es fällt uns auf, es gibt die engagierten Erzieherinnen, und zwar ohne Sternchen und ohne Unterstrich, sondern es sind nur die engagierten Erzieherinnen und keine Erzieher. Sei es drum, lassen wir das mal beiseite. Stopp, da muss ich doch gleich einhaken. Und es sind männliche, so muss man das ja lesen, Ausbilder und Professoren. Aber Erzieher, die gibt es nicht so richtig in unserer Kita-Welt, jedenfalls nicht in der, die sich so die CDU anscheinend beim Verfassen dieser Zeilen vorgestellt hat. Aber etwas anderes tut gleich ein bisschen weh. Nämlich erstens Bildung mit irgendeinem Aufstieg unbedingt zu verkuppeln, zu verknüpfen, muss ja nicht sein. Die Bildung sollte ja vielleicht einen gewissen Selbstzweck auch mitbringen. Ja? Aber auch da können wir sagen, natürlich Aufstieg ist immer lobenswert. Wer will das nicht? Wer will nicht nach oben kommen, weiter sein, höher, schöner, schneller, weiter? Insofern ist das auch okay. Aber was mich gerade irritiert hat beim Zuhören war, dafür, für irgendwas, also für Bildung, für Kinder, frühkindliche Bilder, müssen alle etwas leisten. Und alle die werden aufgezählt und sind, wer muss was leisten, Frau Kollegin? Die Eltern, die Erzieher, Erzieherinnen oder auch nur Erzieherinnen, die Lehrkräfte, die Ausbilder, die Professoren, aber nicht die Politik. Wo ist denn Ihr Papa Staat? Papa Staat muss was bringen, der muss leisten, dafür kriegt er Steuergelder. Warum wird die Verantwortung für etwas, was man als richtig erkannt hat, plötzlich wieder zurückgespielt? Und bedeutet das auch nicht im Umkehrschluss, dass wenn das mit der frühkindlichen Bildung vielleicht in den nächsten 4 Jahren nicht funktioniert hat, dass wir dann nicht genügend was hatten? Genügend fürsorgliche und unterstützende Eltern. Genügend was? Nicht-Erzieherinnen? Genügend engagierte. Das ist ja interessant. Also nach dem Motto, wenn es nicht klappt, seid ihr schuld, dann habt ihr nicht genügend euren Beitrag geleistet. Was steht da? Steht da, müssen alle ihren Beitrag leisten? Ja. Wieso müssen? Wieso müssen die ihren Beitrag leisten? Bei den Eltern lasse ich es durchgehen. Aber bei den anderen, als Erzieherin könnte man auch sagen, und als Erzieher, ich muss erstmal gar nichts. Ich wechsle vielleicht auch den Job. Ja, ich muss erstmal gar nichts. Insofern finde ich ja das schon ein bisschen frech. Aber vielleicht geht es ja jetzt ein bisschen besser weiter. Wir gucken mal. Frau Kollegin? Wir gucken mal, ja. Jedes Kind soll seinen Möglichkeiten entsprechend von Anfang an gefördert werden, gerade auch in sozial schwierigen Lagen. Der Grundstein für Aufstieg durch Bildung wird schon im frühen Kindesalter gelegt. Für uns gilt, die Herkunft von Menschen darf nicht über ihre Zukunft entscheiden. Moment. Ja, das am Ende ist alles super. Ja, unterstreichen wir. Das Erste irritiert mich. Jedes Kind soll entsprechend seinen Möglichkeiten gefördert werden? Das heißt, Kevin ist, ganz klischeehaft, Kevin ist der Dumme und deswegen muss er auch nicht weiter gefördert werden. Ja, das sollte man sich mal überlegen. Also, hier geht es nicht um die individuellen... Sorry an alle Kevins, ja. Also, ich habe jetzt tatsächlich nur dieses typische Klischee aufgenommen, was es ja wohl auch statistisch bewiesen gibt unter Lehrkräften, dass ein Kevin in einer Klasse tendenziell es schwerer hat. Es schwerer hat, ja.
Die Kollegin rudert gerade nicht, dass es dann irgendwelche großen Beschwerden gibt. Ja, ihr habt es gehört, es war gerade nur ein Beispiel, ein Klischee, was bedient worden ist. Aber Moment mal, jedes Kind soll entsprechend seinen Möglichkeiten, also nicht seinen Bedürfnissen, schon gar nicht seinen individuellen Bedürfnissen gefördert werden, sondern nur, wenn die Möglichkeiten anscheinend vielversprechend sind, kann man noch mit der Bildung einen Schnaps obendrauf packen. Vielleicht nicht nur die vielversprechenden Möglichkeiten, sondern auch die finanziellen Möglichkeiten. Könnte man sich ja sogar auch noch darunter vorstellen, heißt... Naja, wenn die Eltern sich die Nachhilfe nicht leisten können, dann können sie es halt nicht, dann ist das Kind halt arm dran. Ja, aber Moment mal, stellen wir uns mal vor, ein Kita-Träger würde gegenüber dem Jugendamt äußern, tja, mehr war nicht möglich beim kleinen Kevin, heute kriegt er es ab. Aber nehmen wir mal die kleine Marie, mehr war halt nicht möglich bei diesem Kind. Oh wei, würde das zu Recht Mecker geben. Da würde man sagen, Moment mal, das ist nicht euer Bildungsauftrag, das nicht entspricht nicht dem, was wir von euch erwarten, das entspricht nicht der Inklusion. Also ist dieser Satz mit Verlaub auch ein wenig missglückt, mindestens. Aber weiter. Eltern und Kinder haben ein Recht auf eine qualitativ hochwertige Kinderbetreuung, die verlässlich und dem Bedarf angemessen ist. Ja, das schreiben wir in die nächsten Gerichtsverfahren rein, wenn wieder irgendwelche Kommunen es nicht geschafft haben, bedarfsgerechte Kita-Plätze zu bringen oder genügend vorzuhalten oder zu entwickeln. Aber was war da noch der Satz? Also bedarfsgerecht und was noch? Davor? Verlässlich. Verlässlich und was noch? Qualitativ hochwertig. Qualitativ hochwertig. Ja, okay, dann das wollte ich gerade hören. Das ist ja durchaus wichtig. Ne? Das ist ja vielleicht das, worauf es richtig ankommt. Aber weiter. Wir werden den Kita-Ausbau und die Weiterentwicklung der Qualität auch über 2022 hinaus weiter fördern. Damit helfen wir Kindern in ihrer Entwicklung und unterstützen Eltern bei der Vereinbarkeit von Familien und Beruf. Ja, aber wenn so gefördert wird wie die letzten 4 Jahre, dann ist das Ergebnis ja wieder genauso mau. Also wir werden genauso weitermachen wie vorher. Das ist ja für so ein, das überzeugt mich jetzt nicht, warum ich sagen würde, jawohl, das muss ich unbedingt wählen, weil danach wird die Welt viel, viel schöner sein. Hätte man auch ein bisschen mehr sich aus dem Fenster lehnen können und ein bisschen konkreter werden, aber gut. Wir werden die Einrichtungen der frühen Bildung zu qualitativ hochwertigen Bildungsorten weiterentwickeln und so einen zentralen Beitrag leisten, um Herkunft und Bildungserfolg zu entkoppeln. Mag ich. Oder? Mögen wir das? Ja. Das mögen wir. Das ist so, Daumen nach oben, es gibt nicht nur die Schelte, das mögen wir weiter. Wir unterstützen das Bundesprogramm Sprachkitas, weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist und wollen die sprachliche Bildung in diesem Bereich weiter fördern. Uns ist es wichtig, dass wir Kinder mit sprachlichem Förderbedarf noch mehr in den Fokus nehmen. Keine Einwände, auch das hört sich doch sehr schön an, ist nur herzlich unkonkret das Ganze, weil wie denn, womit denn, mit wie viel Geld denn? Wir wollen. Ja, wir wollen. Aber gut, okay, wir wollen. Wenn es passt. Ne? Also, das ist so ungefähr, das sind so die Highlights, die wir in dem Zusammenhang aus diesem Ansätzen, aus diesem Programm für euch herausgezogen haben. Viel mehr ist da nicht, aber wie gesagt, selber lesen macht geistig schlau, selber sich Gedanken machen. Das hier ist keine Wahlempfehlung. Im Gegenteil, wir gehen alle Wahlprogramme in der gleichen Rotzigkeit einmal jetzt die nächsten Tage durch. Und insofern macht euch selber ein Bild und dann viel Spaß. Hauptsache wählen gehen. Ne? In dem Sinne, tschüss. Tschüss.